Vor 2 Jahren wurde die Leipziger Stasi-Zentrale, die runde Ecke, vom Bürgerkomitee besetzt. Das Gebäude wurde gewaltlos übergeben. Alle rechneten bereits mit dem Sturm. Die Mitarbeiter der Stasi hatten schon längst wichtige Strukturen und Zusammenhänge verwischt und tonnenweise belastende Dokumente beseitigt. Vieles sollte noch vernichtet werden. In der Kegelbahn fand man neben Aktenstapeln Säcke voller Beweismittel. Ausweise, Urkunden, Pässe, Blankozeugnisse der Karl-Marx-Universität Leipzig, Listen derer, die in Internierungslagern liquidiert werden sollten, und auch Sterbeurkunden blanko unterschrieben. Verkollerungsmaschinen hatten brisante Papiere zu Makulatur verarbeitet. Um weiteres Vernichten zu verhindern, wurden Sicherheitspartnerschaften gebildet. Wir wussten damals, dass die Polizei und die Staatssicherheit gut zusammengearbeitet haben. Da war zum Beispiel die K1, das ist also der Bereich von der Polizei, der natürlich genauso wie Staatssicherheit arbeitet. Und da hat sich die Polizei auch davon nicht trennen wollen und nicht getrennt. Aber was hatten wir für eine andere Möglichkeit? Wir haben also hier versucht, als Bürger Polizei einzuspannen, damit wir das größere Übel Staatssicherheit wenigstens einigermaßen lahmlegen können. Die ersten Funde betrafen vor allem die Abteilung M, die Postkontrolle der Stasi. Unmengen Briefe wurden gefunden, die niemals ihren Adressaten erreichten. Mit Hilfe gefälschter Poststempel wurde manipuliert. Briefe, die man aus dem Ausland erhielt, stammten nicht selten von der Stasi. Post aus Brüssel, abgestempelt in der DDR. Aus Postsendungen wurden pro Jahr in Leipzig 180.000 D-Mark entnommen. Mit deutscher Gründlichkeit wurde darüber Buch geführt. Auch Magnetbänder und Tonbandkassetten verschwanden aus Geschenksendungen. Eine ökonomische Variante, um Abhörmaterial zu erhalten. Damit konnten 2000 Gespräche zugleich mitgeschnitten werden. Aber es wurde nicht nur mitgehört, sondern auch mitgesehen. Die Montagsdemonstrationen in Leipzig. Gespitzelt wurde auch aus 640 Wohnungen in der Stadt. Und es gab noch mehr geheime Objekte. So dieses Grundstück in der Waldsiedlung Lübschützer Teiche. In einem Schuppen hinter dem Haus fand der Machener Gemeindepfarrer den Eingang zum Führungsbunker der Leipziger Stasi. 6 Meter tief unter der Erde, 60 mal 60 Meter groß, gedacht für MFS-Offiziere und hohe SED-Funktionäre. Hier gab es 264 direkte Telefonanschlüsse und 1800 Funkverbindungen. Erst einen Monat nach seiner Entdeckung wurde der Bunker abgeschaltet. Zeit genug, um Material verschwinden zu lassen, Spuren zu verwischen. Bis heute wird im treuhandverwalteten Bunker eingebrochen und mit System zerstört. Nur Insider konnten wissen, wie man das Sicherheitssystem überwindet und den Bunker unter Wasser setzen kann. Noch immer werden konspirative Objekte gefunden, vor wenigen Wochen erst dieser Bungalow. Die Sonderbehörde zur Stasi-Auflösung verbot dem dafür verantwortlichen Mitglied des Bürgerkomitees Äußerungen vor der Presse. Doch was man sieht, genügt. Zeitungen belegen, dass hier noch nach der Wiedervereinigung Treffen stattgefunden haben müssen. Was geschah hier? Trotz sehr massiver Fundamente reicht der kleine Keller nur etwa bis zur Hälfte des Hauses. Aber wohin führen dann die Stromleitungen und das Rohr? Was befindet sich unter diesem Teil des Hauses? Fragen, auf die auch das Bürgerkomitee noch keine Antwort fand. Das Bürgerkomitee konnte eigentlich nur Stückwerk tun. Es hat aber, glaube ich, schon Voraussetzungen schaffen helfen, die jetzt für die nächste Zeit günstige Bedingungen schaffen, dass wir mit unserer Vergangenheit besser zurechtkommen als die Generation nach 1945, die ja letztlich erst 1968 einen ernsthaften Anlauf gemacht hat, sich von ihrer Vergangenheit, mit ihrer Vergangenheit ins Reine zu kommen. Vergangenheit verschwindet nicht durch Verschweigen. Mit dem neuen Stasi-Aktengesetz erhalten alle eine große Chance. Die Täter zum Bekennen, die Opfer zum Vergeben.